Moin, moin, Freunde. Hier sind wieder die drei von der Tankstelle. Hier ist der Gravum. Moin. Moin. Das Wilger. Moin. Moin. Und ich. Moin. Moin. Im VK. Im Zehnergefecht. Im Himmelsdorf. Ich liebe diesen Wendekreis. Wo fahren wir hin? Schlachthaus, oder? Mhm. Erstmal gucken. Also das Objekt 705 sieht ja auch schon geil aus irgendwie, ne? Objekt 705. Dieser Heavy. Neue. Der Heavy. Der neuner Russen-Heavy da. Wir hatten IS-7 bestellt. Wieso? Ist er fertig zum Abholen? Ja, mhm. Zwei Stück sogar. Bei IS-7 möchten gerne mitgenommen werden. Der kleine IS-7 möchte gerne aus dem Kinderparadies abholen werden. Genau. Ah, das ist hier alles scheiße, ne? Also hier brauchen wir uns mit 5 Panzern nicht hinzustellen, glaube ich. Na gut, dann verpieseln wir uns aber. Sollen die 10er und 9er das ja auch regeln? Gut, dass die schon wegfahren. Wenn wir uns jetzt verpieseln, ist hier niemand mehr. Na gut, dann komme ich. Ne, kann ich nicht. Ich habe schon 3 Schuss daneben gesammelt, ne? Aber wir müssen IS-7 durch den Turm kommen. Kannst du vergessen. Niemals durch den Turm. Können die versuchen, ein bisschen mit HE zu bepflastern? Habe ich schon probiert. Ich habe wieder umgeladen. Haben sie dich ausgelacht, oder warum? Ja. Hinter uns, oben. ISM. Drunter gekullert. Und? Schön. Ja, schön. Bam, bam, rein. Bam, bam, Rohr hoch. Oh, ich glaube, meine Tochter schreit gerade oben. Kümmer dich darum. Nur weil wir verlieren. Hinter uns, kommen sie runter. Ja, weg da. Ja, dann kriege ich noch eine mit vom IS-7, ist klar. Der Emil kommt bei mir einfach durch. Was hier, ich denke, ein stark gepanzerter Panzer. Wirkungstreffer. Oh, oh, oh. Ernsthaft? Eine Millimeterlücke, ich treffe da durch und der ging nicht durch. Der verpisst sich. Machen IS-7. Er verpisst sich nicht, der kommt. Du aimst nach links? Okay. Ja. Digga nach rechts. 59 hat er sich gerade in unsere Richtung in Bewegung gesetzt. Ich hab nicht mal angekratzt. Ich fass es nicht. Wo hast du denn geschossen? Front. Oh, ey, ich bin auch abgeprallt. Jetzt kommt da ein... Nein! Entschuldigung, Entschuldigung. Wow, wo kommt der denn? Schwierig genug. Die IS-7 ist immer noch da, ne? Ja, wir rushen ihn jetzt. Soll er uns doch versuchen abzufahren. Ja.
Kaum habe ich meine Tochter erwähnt, dann klappt das auch. Aber ich bin hier ab APCA am Ballern, ne? Ist doch gut. Vielleicht haben wir deswegen gewonnen. Wenn wir den gewinnen. Machen kaputt den Emil Zwilger. Schön. Da kommt noch ein IS-7. Passt ja. Full life. Hättet. Russian? Ist allein. Ja. Jetzt. Ja. Er hat auf mich geschossen. Kettet. Guck, dass er hinter ihn kommt. Ich hab seitlich nicht angekratzt. Wollt ihr mich verarschen mit Gold? Hat er geschossen? Ja. Das ist ja lächerlich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schade. Gut, sonst wäre ich jetzt auch noch drauf gegangen. Wenn ich früher geschossen hätte, Swilga, hätte ich dir vielleicht den Arsch noch retten können. Ja, ja. Das war mir so klar, dass das Objekt noch auf mich wartet. Gut, Gravum hat uns gerecht. Ah ne, war ja gar nicht Gravum. Der ging nicht durch, habe ich noch gehört. Unglaublich. Aber wir haben uns gut geschlagen gegen die ganzen Zehner da. Und Neuner. Waren mal mindestens 30 Zehner waren das. Da zeigt sich wieder, Geduld zahlt sich manchmal doch aus. Genau. Aber dazu muss man trotzdem nicht hinten an der roten Linie rumstehen. Ah, kaum hat meine Tochter sich gemeldet, da klappt das, ne? Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Moin, moin, Freunde. Hier ist der Bambam und hier sind wir zurück bei World of Tanks und bei den dreien von der Schlangenstelle. Mit mir unterwegs der Gravum. Moin. Moin. Und der Swilga. Moin. Moin. Und hast wir du gerade. Ja? Hast du gerade Zankstelle gesagt? Nein. Nein. Ich sag mal. Also, das ist ein Teamkiller hier im Team. Torben, dreh dich, Mensch. Er weiß, wofür das war. Er weiß ganz genau, wofür das war. Ich umrunde dich schneller, als dein Turm sich dreht. Yeah! Aber eins ist klar, wir werden das hier trotzdem dominieren, auch wenn die zwei sich hier jetzt kaputt schießen gegenseitig. Ja, lachst du noch weiter? Weil wir haben ja hier einfach ein bestialisches Verteidigungsmatch erwischt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll bei so einem Match. Ja, hier hinten stehen bleiben. Also ich fahre da nicht nach vorne, die können mich mal am Arsch lecken. Die müssen doch kommen. Pff, ist mir doch egal. Also ich kriege da hinten Richtung IS und stelle mich da hinter einen Hügel, glaube ich. Ja, ich bleib hier stehen. Auch irgendwo hier hinter einem Felsen und dann warte ich hier. Oder ich nehme den hier oben. Den Bambam sich nimmt, dann nehme ich den da unten. Da haben wir doch schon den ersten Gegner. Guck mal. Und ich schieße schon 8 Meter neben dran. Super. Aber kann ja sein, dass da auch einer steht, ne? Das könnte sein, ja. Das stimmt. Da hat Gravum eigentlich recht. Jetzt ermutige ihn nicht noch. Ja, da kommt ein WZ durch die Mitte. Ist er mit Nein, dem? Der ist tot. Achso, da ist noch einer. Nein, Chance verpasst. Schön. Ja. Ah, sollen sie mal kommen. Die Mongos. Meinst du, das sind Mongolen? Das sind Mongolen, ja. Oh Mann, ey. T26E5. Oh, gleich zwei davon. Naja, dann soll unser 110er, sag mal, was ist denn heute los hier? Also, dann sollen die sich mal da oben kloppen, ist mir scheißegal. Ich bleib hier hinten stehen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die da hinten rumkrauchen. Ja, weiß ich auch nicht, warum die hier immer nach vorne fahren. Wir brauchen uns hier nur hinter die Felsen zu stellen. Es gibt ja noch nicht mal, doch, es gibt eine Arti. Der 4502B von uns steht da auch recht einsam, ne? Ja. Gegen Uni, ja. T10.
Wenn die Flanke, wenn die da kommen auf der Flanke, dann können wir immer noch. Wir sind ja nicht so weit weg. Dann können wir noch helfen da hinten. Ich lege jetzt so ein bisschen, paar Meter mehr Sichtweite. Pass auf, ne? Dass die dich da vorne vom Hill nicht aufkriegen, Grabum. Ja, wenn ich die nicht aufkriege. Ups. IS? Da steht ein IS mitten auf dem Feld. Hm, komme ich aber nicht drauf. Ja. Hab ich gerade schon geguckt. Grabum, kommst du hin? Naja, nee, steht hinter dem Felsen. Scheiße. Aber die Arti kommt ran. Ich versuche mal da drüben hinzugucken bei dem VK 45. Mal gucken, ich gehe den mal ein bisschen unterstützen. Der ruft schon SOS. Der hat doch schon Lack gekriegt. Der jetzt T10, kommt noch ein T10 dazu. Der fährt da übers Feld, aber jetzt komm. Der T10, der muss jetzt raus hier. Nicht mal angekratzt. Ist gleich vorbei, dann bin ich immer noch am Flankenwechsel machen hier. So. 5 Minuten haben sie noch. So, jetzt kann ich da aber auf den wirken. Ach, guck mal hier. Da kommt doch einer. T34, was haben wir da noch? Löwe. Jetzt wollen sie es wissen auf der anderen Seite hier. Gut, dass ich hier hingefahren bin. Ist wenigstens der VK nicht mehr alleine. Na, dann kommt mal ran, Freunde der Nacht. Blind hingeschossen, nicht mal angekratzt, aber getroffen. Pusht jetzt vor. Aber wie, ne? Schiete. Mein lieber Onni. Mein lieber kleiner Onni. Jetzt bin ich offen? Wovon das denn? Oh, GW Panther hat mir gerade eine gedrückt. T10 kommt jetzt hoch. So, also hier versuchen sie es jetzt. Hier wollen sie es jetzt wissen. Mhm. Aber die haben nur noch 4 Minuten. Was mache ich denn hier? Nein, du sollst dich nicht so rumdrehen, Panzer. Jagdtiger? Hm. Der ist abgeprallt. Steht da mitten auf dem Feld. Ich schieße jetzt HE auf den. Jetzt bin ich da und ist auch nicht mehr zu sehen, ne? Frechheit. Wird nichts mehr, Freunde. Wenn ihr hier nicht mal pusht, dann verliert ihr. Oh, Swilger, bist du alleine da oben jetzt? Oh, ne, 40 ja, aber TI steht da noch irgendwo. Mist. Okay. Zweimal am Skorpion vorbeigeschossen. Ich auch. Einmal. Oh, ey, die nehmen einen nach dem anderen von uns da raus. Es sind nur noch 2 Minuten. Wir müssen nur das Cap sichern. Hier hinter mir ist irgendwo ein Skorpion, falls da jemand drauf schießen kann. Ich versuche ihn reinzukriegen, tu es aber nicht.
Ich habe eine Lorraine vor mir. Komme ich nicht drauf. Eine Minute 50. Bleibt am Leben. Bin dabei. Kommt jemand auf den Skorpion hinter mir? Ja. Sehr schön. Oh, der VK ist da runtergefahren und kämpft da unten in dem Loch jetzt. Haben sie nicht mal angekratzt. Super, echt. Shit, ey. Der ging voll durch ihre Panzerung. 56 Sekunden noch, Jungs. Da müssen sie sich zu dritt reinstellen, sonst schaffen sie es nicht. Sehr gut. Denk dran, rechts von dir ist noch irgendwo eine Lorry. Bam bam. Hm? Ah ja. Einmal die Captain noch, komm. Ja, sehr gut. 7, 6, 5, 4, 3. Aber Schwein gehabt, Alter. Das haben sie verloren. Da haben wir aber Schwein gehabt, ey. Ich habe noch einmal mit HE getroffen. Du mit 18 Schaden oder irgendwie so ein Blödsinn, ja, ne? Ja, genau. Das reicht auch. Ja, Warner Best, würde ich sagen. Geilo, geilo. Ja. Alter, der hat 5627 Damage gemacht, der VK. Und der T10 hoch, guck mal. Nicht schlecht. Ja, als Top-Tier müssen sie das machen, ne? Die Jungs. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.